Und herzlich willkommen hier beim Liberty Gaming Post, hier der Phil für euch. Und wir starten heute mit, ja, dem Let's Play zu Detroit Become Human. Also ich habe das bisher auf der PS4 eigentlich vernachlässigt gehabt. Und ich habe beim Epic Store mir das jetzt geholt für den PC. Und ja, wir schauen mal, vielleicht können wir noch irgendwas einstellen. Hier können Sie Ihr Spielerlebnis anpassen. Schauen wir doch mal, ob wir da noch irgendwas einstellen können. Das passt schon mal gar nicht, die Auflösung. Komischerweise. Warum auch immer. Übernehmen. Obergrenze sind 60. V-Sync machen wir mal aus, sonst kriegen wir Probleme. Vielleicht mit der Aufnahmesoftware. Grafikqualität Ultra. Das passt doch alles ganz gut. Ihre Parameter wurden gespeichert. Parameter gespeichert. Fortfahren. Ich habe noch nichts gemacht, aber... Übrigens bin ich das Modell ST200. Irgendwie abbrechen. Ich meine, einfach eine neue Geschichte. Dachte, das interessiert Sie vielleicht. Das interessiert uns nicht. Ja, dann starten wir mal rein. Also das sind wohl wir. Ich habe dieselbe Mission schon mal als Demo gespielt und ja, also ich spiele es jetzt hier in PS4 mit einem Xbox Controller. Und dann laufen wir doch mal los hier. Bitte, bitte, retten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, Mann. Das, wir müssen jetzt das gehen. Können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Ja, weil es in dem Spiel um Androiden geht, deswegen keinen echten Menschen. Also mit dem RT können wir quasi unsere Ziele einblenden lassen. Laufen wir mal los hier. Also wir haben auf jeden Fall schon mal mitbekommen, dass wir ein Android sind, ja. Sprechen Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Ja, also in dem Spiel geht es auch ganz davon, dass, darum, dass man quasi Ding verhaltensabweichler ist, emotionaler. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Muss bloß schnell drücken. Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Name des Abweichers, Deaktivierungscode. Ist sein Name bekannt? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Okay, jede Sekunde zählt. Er möchte am besten, dass wir ihn wahrscheinlich wegballern oder sowas. Verstehen, was passiert ist. Also nochmal, im Spiel geht ganz viel um Entscheidungen und so weiter. Und ich habe das auch auf Erfahren gestellt. Das heißt, da können auch Protagonisten oder sowas dann sterben. Und wir müssen jetzt quasi hier erforschen. Ich habe dasselbe schon mal in der Demo gespielt. Ja, was passiert ist, um einfach die Chance zu erhöhen, dass das quasi auch gut ausgeht oder besser ausgeht oder für die Geisel besser ausgeht. Wir werden sehen, für wen es besser ausgeht. Schauen wir doch mal. Also, das zu analysieren und dann nach unten drücken. So, analysieren wir das auf Y. Da hat er auf jeden Fall irgendwie die Waffe genommen. Okay. Da sind die Kugeln. Zwei hier analysiert und jetzt können wir mit X das rekonstruieren. Okay, und jetzt wird diese Szene sozusagen nach und ich kann mit LT und RT gucken, was hier so passiert ist. Also, ich spule jetzt quasi mit RT zurück. Er hat diese Waffe da rausgenommen und da ist ihn mit Y. Ja,
mit Y kann ich dann quasi bestätigen, was passiert ist. In dem Fall, der Abweichler nahm die Waffe des Vaters. Okay. Das passt eigentlich schon. Rekonstruktion abgeschlossen. Verlassen das jetzt hier. Also er hat diese Waffe des Vaters genommen. Also man sieht auch, unsere Erfolgschance steigt. Dass wir das gut quasi machen. Verstehen, was passiert. Durchsuche das Zimmer der Geisel. Dann machen wir das doch erst. Da ist die Geisel. Wie gesagt, mit RT können wir hier scannen. Okay, da liegt was. Gehen wir da erstmal daher. Untersuchen. Hoppa. Weiß zwar nicht, wo man da immer verschiedene Sachen machen muss. Also abspielen. Naja. So, eigentlich sind wir super gut befreundet anscheinend. Was ist denn hier passiert? So. Hören wir uns mal an. Weiß nicht, ob man weiter nach unten und nach links machen muss, aber okay, gut. Das Kind hörte keine Schüsse, mal ganz wichtig schon mal. Durchsucht. Hier gibt's nicht mehr. Dann gehen wir mal hier raus. Ah ja. Also hier gibt's noch was. Schauen wir mal da rein. Da war jetzt nichts. Da gibt's noch Sachen. Da gibt's noch Sachen. Gehen wir erstmal dahin. Okay, das hat er schon mal. Okay. Da gibt es auch noch was. Ah, jetzt weiß man, wer ist. Legen wir das Ganze zurück. Hierhin, was hier so alles passiert. Okay, hier können wir noch ganz viel erforschen. Immer diese orangen, also diese gelben Dinger. Schauen wir erst, was da passiert ist. Okay. Ah, da ist was verstorben. Okay. Das ist auf jeden Fall nicht so gut. Da können wir noch analysieren. Linke Niere perforiert, tödliche Autonom. Auch da sah es nicht gut aus. Und da haben wir noch was. Also hat jetzt 4 von 4 Sachen analysiert. Jetzt kann ich wieder rekonstruieren. Schauen wir doch mal. Also scrollen wir wieder zurück. Vater hielt etwas in der Hinterhand. Was hat er da in der Hinterhand gehabt? So. Man sieht, ah, jetzt. Auf jeden Fall schießt da jetzt einer. Das sind, wahrscheinlich ist das der Android. Jetzt fliegt das Tablet da weg und fliegt dahinter. Ah, da hinten sieht man es jetzt. Dann können wir uns das holen. Okay. Also wir haben jetzt quasi getaggt, dass das da ist. Dann gucken wir doch mal, ob das da auch... Genau, da ist es. Dann holen wir uns das doch. Und entsperren. Ihre Bestellung eines AP-700-Androiden wurde registriert. CyberLife bedankt
Android gekauft werden, sozusagen. Ja, da kann man schon mal ausflippen. Oha. Bleisphysat hat nur einen Schuss. Also er hat anscheinend einen Schuss abgegeben. Kommen wir noch. Das haben wir doch schon. Da haben wir auch schon. Ah. Er hat den da getroffen. Rechte Herzkammer perforiert. Innere Blutung. Okay, jetzt können wir es wieder rekonstruieren. Dann spuren wir mal zurück. Okay. Was liegt da? Oh! Da ist das Kind dabei, okay. Er hat auf jeden Fall. Was liegt da hinten? Polizist verletzte den Abweichler. Ah, okay. Also, wir scrollen mal ein bisschen zurück noch. Der Polizist hat zuerst geschossen. Okay. Da sieht man. Oder? Ja. Er hat ihn zuerst getroffen. Zack. Und dann hat der kurzen Prozess gemacht. Ah, und da hinten ist die Waffe. Jawohl. Haben wir uns wieder getaggt. Dann können wir wieder hier raus. So. Da unten ist die Waffe. Amerikanische Androidenverordnung 2029. Androiden ist es strengstens untersagt, Waffen jeglicher Art zu tragen oder zu benutzen. Ja, dann würde ich sagen, legen wir sie auch wieder zurück. Weil nicht, dass wir da noch Ärger bekommen. So. Was glotzen wir so? Ja. So. Wo können wir denn noch? Hier können wir noch. Also hier gibt es noch Sachen. So, das hat uns mal gar nichts gebracht. Darüber. So, den gekochten. Können wir abschalten. Die Familie wollte zu Abend essen. Okay. Da hinten haben wir noch ein paar Kennzeichen. Seriennummer. Also wir wissen, was das Abweichlermodell ist. Oha. Schon. Was zur Hölle machst du? Sprichst du über ihn oder was? 70-prozentige. Oh, da hinten ist er. Okay, dann gehen wir mal nach draußen. Oha, er schießt schon mal auf uns. Ganz schlechte Geschichte. Ganz schlechte Geschichte. Oder ich springe. Nein, nein, bitte, bitte nicht! Los, los, los! Oha. Name? Hi, Daniel. Wo? Mein Name ist Connor. Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Den haben wir eben erfahren vorhin, den Namen. Oh, jetzt wird es schlichter, weil da der Hubschrauber natürlich ist. Na super. Gewinne das Vertrauen des Abweichers. Langsam nähern, das machen wir. Ich weiß, du bist wütend, Daniel. Aber du musst mir vertrauen. Schaut schlecht aus. Und dir helfen. Ich will keine Hilfe. Niemand kann mir helfen. Es soll einfach alles aufhören. Okay, die Chance steigt etwas. Grund. Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Ja, das haben wir auch herausgefunden. Ich dachte, ich gehöre zur Familie.
einfach nur ein Spielzeug. Oh, lass sie nicht fallen. Nein, 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 nein. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Bleib mal hier stehen. Du fühlst mich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Sie hat es nicht gemacht, Mensch. Aber das tut sie nicht. Der Vater hat es gemacht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein. Hör zu. Einfühlsam. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein. Ja, ich weiß nicht, ob er uns das abnimmt. Hm? Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Okay. Annehmen. Mal aufpassen. Annehmen war rot jetzt, anstatt grün. Also, mal echt aufpassen. Mal keinen Scheiß baut. Da, du kriegst dein Bild. Vertrauen. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. 99% haben wir jetzt. Ich will das alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Das wird nicht funktionieren. Das kommt nicht in Frage. Du bist eine Maschine, du musst behaupten. Oh, Scheiße. Jetzt nimm die Waffe runter und lass das Mädchen gehen. 79%. Mein Leben lang habe ich nur Befehlen gehorcht. Oh, Scheiße. Das war nicht gut von mir. Nein, nein. Aber jetzt werde ich selbst entscheiden. 79%, Digga. Schnell, 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 schnell. Komm, komm, komm. Oh, war das schlecht von mir. Erfolgreich, aber in der Demo hatte ich das mal anders gespielt, da hätte ich das irgendwie anders hinbekommen. Aber so war sie auch erfolgreich, also. Mei. Diagramm der Szene. Hier kannst du bisher eingeschlagene Wege noch zu erkundenen Wege und freigeschaltete Möglichkeiten ansehen. Bei jedem Knotenpunkt erhältst du Punkte, die du in den Extras ausgehen kannst. Das Spiel ist so konzipiert, dass einige Knotenpunkte und Enden nicht zur Vervollständigung des Ablaufdiagramms hinzugezählt werden. Okay, zum Beispiel der Abweichler springt mit Emma. Okay. Also woanders? Weiß ich nicht, ob wir derselbe noch sind oder woanders sind. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte, komm schon, Zoe, gehen 200 wir. Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow. Okay, ich bin jetzt also so ein Android, der hier in so einer Verkaufsabteilung ist irgendwie. Im Moment gibt es die gesamte Produktionslinie im Angebot für nur $7.999 mit einem zinslosen Kredit auf 2 Jahre. Und sie haben 2 Jahre Garantie auf das Modell. Oh Gott, ist das perfide hier. Wir nehmen ihn. Eine gute Wahl, Sir. Folgen Sie mir bitte, wir machen alles fertig. Was kostet der da drüben? Der MP800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Ich mag den Kerl nicht. Mhm. Da oh ist nein, er. Was will er jetzt von mir? Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Okay. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto.
Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400, registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Ach du Scheiße. Ja, das ist echt ein bisschen perfide hier. Auf jeden Fall geile Zwischensequenz. Cool gemacht. Schau mal, wie es weitergeht. Wollen wir jetzt nach Hause? Ja. Geh zum Malereibedarf Bellini. Hier. Dann machen wir das doch. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Ich hab jetzt wieder ein anderer Android hier. Wechselt anscheinend. Ziel. Ah. 10 Meter. Schau mal her. Also überall für überall gibt es jetzt so Androiden hier. Da läuft sogar den anderen hinterher. 82 Meter. Hinterher und so. Okay. Also eigentlich moderne Sklaven, ne? Sich echt überlegen, ob man das haben möchte in der Zukunft, sowas, aber. Spielt schön Musik, was steht da? The Music is Soul. Okay, wir müssen immer noch zum Malereibedarf und diese Sachen abholen, oder? Hol die Bestellung 847 beim Malereibedarf Bellini ab. Okay. Ist das der Malereibedarf hier? Ah, ne, da müssen wir weitergehen, okay. Bellini's Paints, da müssen wir hin. Okay, dann gehen wir da lang. Öffnen. Ich weiß nicht, warum man so komische Bewegungen machen muss. Verbinden. Identifikation bestätigt. Wahnsinn. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Ja, bezahlen. Zahlung bestätigt. Wahnsinn. Abgeschlossen.
Dann nehmen wir es mal mit. Welling Parks. Auch so ein Heavy hier da. Jetzt Paket geholt. Nimm den Bus nach Hause. Okay. Machen wir das. Hoppala. Get your own, Smith and White. Ja, sehr. Sehr spooky. Mit Drohnen, die hier rumfliegen. Ein paar Sachen. Da protestieren sie da hinten. Wahrscheinlich gegen die Androiden. Weg mit Androiden. Da hätte ich nicht vorbeilaufen sollen. Ach, wirklich. Hey Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Bitte nein. Seht euch das Scheißding nur an! Klaut unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen! LB? Oh nein. Ich möchte jetzt aufstehen. Du gehst nirgendwo hin. Wir nehmen dich jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Na los! Oh nein. Okay. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion. Beschädigt ihr ihn, gibt es ein Bußgeld. Ein Bußgeld? Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Okay. Na los, geh weiter. Sehr freundlich. Hat sowas von neuer Apartheid, bloß diesmal mit Androiden oder so. Wir fahren mit dem Bus nach Hause. Da mal rein da. Die müssen auch in einer separaten Reihe da hinten mitfahren, im Kofferraum quasi. Oh je, je, die Menschen halt. Ach, da hätte ich auch andere Wege wählen können. Spazieren gehen. Was hätte ich denn da anders machen sollen? Okay. Oh, jetzt sind wir wieder bei ihm. Seine Tochter Kara. Zum Vorort anscheinend. Ziemlich heruntergekommen aus. Kara steht da hinten, stand da hinten drauf. Das Modell AX400. Folge Todd. Todd, wir kommen. Kommst du? Oh, der Ton wird rau. Oh, der Ton wird rau. Du warst 2 Wochen weg und so sieht's hier aus. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Gehör wieder hin? Alice! Alice! Oh, da bist du. Das ist Alice. Kümmer dich um sie. Hausaufgaben, Baden, der ganze Mist. Ach du Scheiße. Ja, Todd.
Fang hier unten an, mach dann oben weiter. Halt mal gedrückt, um die Umgebung zu scannen. Also, dringende Aufgaben, sammle Müll auf. Optionale Aufgaben, sammle Geschirr ein, schalte den Staubsauger ein, überprüfe den Hinterhof. Ja, dann bringen wir doch erstmal den Müll hier runter, oder? Da ist der Müll. Einmal einsammeln. Ja. Vielleicht. Je nachdem, was du brauchst. Putz den Kaffeetisch. Welcher Kaffeetisch? Ja, ja. Na, da ist es nicht. Der Gottes Willen, der ist es nicht. Aber hier haben wir noch Müll. Sammeln wir auch nochmal auf. Bring ich dir mal. Vor die Putzfrau hier. Ort, also du weißt wo. So, putz den Kaffeetisch. Gut. Ist das der da hinten, oder? Ja, schaut so aus. B. Okay, das ist nicht der Kaffeetisch. Ist das der Kaffeetisch? Fernseher an. Ja, das ist der Kaffeetisch. Kaffeetisch. Kein Kaffee da. Okay. Das mit dem Müll haben wir gemacht. Dann nehmen wir den gleich mal wieder. Und bring ihn raus. Komm her. Ah, jetzt die Steuerung andersrum. Okay. So komische Bewegung machen muss. Das macht mir fertig irgendwie. Okay, Müll haben wir rausgebracht. Gehen wieder rein. Wollen wir die anderen Sachen noch machen, die da so optional waren? Verdammt, Mann! Was suchst du denn? Komponenten wird verarbeitet, Komponenten bestellt. Okay. Dann machen wir das Geschirr so sauber halt. Was macht der? Ersten Stock abschließen. Nein, nein, nein. Weiß nicht. Hier noch die Sachen holen. Damit wir alles auch haben. Ablegen. Quicktime-Event oder so machen, die Geschichte. Machen wir das halt. Alice. Kind heißt also Alice. Gehen wir mal wieder Gas hier. Fuigas sozusagen. Kara! Ja, Todd? Bring mir ein kaltes Bier! Sofort! Ein kaltes Bier. Oh Mann! Alles klar, öffnen. Bierchen rausnehmen. Wir bringen ein Bier. Vielleicht ziehen wir es einfach über den Kopf. Bitteschön. Das haben wir abgespült. Gehen wir nochmal im Hinterhof.
Wäsche ab. Okay. Machen wir mal die Wäsche rein. Wie machen wir das? Ach, da. Zack, das nehmen und dann mal Wäsche abhängen. Das sind ja tolle Aufgaben, also wirklich. Das ist wieder die Alice. Wäsche erneut waschen, also dreckig. Sollen wir vielleicht mit ihr noch was machen? Knien. Ist dir langweilig? Möchtest du was spielen? Spielst du gerne draußen? Oh, sie wird warm mit mir. Aber sie spielt anscheinend nicht gerne draußen. Deswegen geht's jetzt auch rein. Okay, die Wäsche erneut waschen ist wo? Da anscheinend. Haus. Jupp. Können wir die Wäsche gleich nochmal reinhauen hier? Ablegen. Nehmen. Das Spiel ist auch sowas wie Heavy Rain oder sowas, wo man quasi ein paar Sachen macht. Oh, was ist das? Bloß mein Zeug nicht an. Das regt mich auf. Tut mir leid, Todd. Also, das hat ja keiner mit Absicht gemacht. Du holst dich aus meinen Sachen raus, oder ich werde sehr wütend. Hab ich mich jetzt erschreckt? Soll ich wütend werden? Nein, Todd. Staubsauger ein. Wo ist denn der Staubsauger? Da hinten. Das ist ein Penner. Aufräumen hier. Und einschalten. Sofort damit auf! Okay. Ständig nervt sie. Nervendes Kind. Sie nervt. Oh, Hardcore. Weg damit. So, dann statt mir mal Bericht, dass wir hier fertig sind. Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf, mich zu nerven. Alles klar. Und ich würde sagen, bevor wir nach oben gehen, quasi im ersten Stock, sind wir am Ende der ersten Folge zum Let's Play zum, finde ich, richtig coolen Spiel Detroit Become Human. Und ich hoffe, euch hat das Video soweit gut gefallen. Haut's einen Daumen nach oben rauf. Haut ein Abo rauf, wenn euch gefallen hat und seid auch wieder dabei, wenn es die Folge 2 hier beim Liberty Gaming Post für euch bereitsteht. Und ja, bis zum nächsten Mal.